Emilia? Oben am Weg wurde ein Armband mit ihrem Namen gefunden. Emilia! Die Polizei sucht noch immer intensiv nach Robert Zeutens neunjähriger Tochter Emilie, die heute Abend aus seinem Haus nördlich von Kopenhagen verschwunden ist. Sarah Lund, Polizeihauptkommissarin, mit wem spreche ich? Ich möchte nur sagen, dass es der Kleinen gut geht. Ich möchte eine Schuld eintreiben. Wie viel ist die Kleine Ihrer Meinung nach wert? Wir haben Reifenspuren gefunden. Haben Sie sie gesehen? Ein Mädchen von 9 Jahren, entführt mit ihrem Wagen. Niemand weiß, wie das endet. Christopher, hier geht es nicht um Wahlkampf, sondern um eine Familie und ein 9-jähriges Mädchen. Ich dachte, wir waren uns einig, die Familie damit zu verschonen. Ihr Justizminister hatte vor Tagen ein Treffen mit der Sondereinheit. Und dabei ging es genau um das Risiko einer Entführung von Emilia Seutens. Ich habe vollstes Vertrauen, dass die Sondereinheit und die Polizei das Mädchen wohlbehalten nach Hause bringen werden. Die Familie ist bereit, Ihnen 10 Millionen Kronen zu bezahlen. Wo sollen wir das Geld abliefern? Ich überlege, wer es abliefern soll. Ich finde, das sollten Sie sein. Das Geld ist nicht markiert. Wir können es nicht nachverfolgen. Ich habe den Zug verpasst. Sehen Sie Bus Nummer 14. Soll ich einsteigen? Werfen Sie das Geld rein. Wo ist das Mädchen? Wenn ihr das nächste Mal auf die Idee kommt, Kleingeld für das Leben eines Mädchens zu bieten. Nein! Dann denkt an das hier. Ich habe einen Vorschlag. Ein Leben für ein Leben. Ich bekomme Seuten und sie das Mädchen. Wenn die Liebe zu seiner Tochter groß genug ist, kann er sie retten. Und Lund, denken Sie dran. Es ist die letzte Chance.